Jo Leute, was geht ab? Wir sind es wieder, die Armani-Brüder. Heute haben wir mal Eevee Heroes auf Koreanisch, Drachenwandel auf Deutsch. Die Pullrate soll ja richtig miserabel sein. Und das wollten wir mal ausprobieren, ein 30er-Display mit jeweils 5 Karten drin. Welche Karte willst du denn haben, Emma? Ich will auf jeden Fall nach Tara ziehen. Die teure Nachtara oder die mittlere Nachtara? Wenn dann die richtige, die Meinst du die alte. hier? Meinst Genau du die. die hier? Aber nochmal auf Koreanisch. So, Leute, die haben wir damals gezogen aus dem Drachenwandel-Booster. In einem anderen Video werden wir mal richtig drauf eingehen, weil wir wollen die graden lassen. Aber wir ziehen jetzt einfach mal hier auf Hier kann man auch Koreanisch. lesen, was drin ist. Ich verstehe es leider nur Du kannst nicht. es ja lesen, ne? So, es wird wieder wie beim letzten Mal. Battle gegeneinander. Geht das denn auf? 30 Booster, 15-15. Winner takes it all. Ja, ich glaube, wir werden immer so bekämpfen, Ne. immer bekriegen. Letzten Mal habe ich verloren bei der Top-Trainer-Box. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Da wird nochmal ein Battle rauskommen. Oh, sieht aber schön aus, ne? Die Booster Sehr sehen schön wirklich aus, schön auf aus. jeden Also, Fall. koreanische und japanische Karten sind ja generell von der Verarbeitung ja auch viel besser als unsere deutschen und englischen. Einfach mal ein bisschen durchmischen am besten. Ja, wir können doch einfach immer von oben nacheinander rausziehen. Oder so. Ja, du willst ja nicht das Nachtara beschädigen, oder? Nee, nicht wirklich. Ich werde aber auch diese durchschneiden, weil die so dünn sind, weil nur 5 Stück drin sind. Schneide ich die lieber durch, als dass ich jetzt die aufreiße und die Karten dabei beschädige. So wie du willst, ich bin ja bekannt dafür, dass ich die Booster immer sehr gut aufmache. Sehr gut. So, diesmal darfst du anfangen. Ja gut. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich da nicht reinschneide, aber die sind lang genug. Ja. Kannst du mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob es bei den koreanischen einen Kartentrick gibt. Ich habe mir zwar ein paar Videos angeguckt gehabt. Denkt man nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Kam schon mal nichts raus. Ja. So, ich probiere es mal so zu öffnen. Ja, das ist nicht so eine gute Idee gewesen. Nehme ich mir auch mal die Schere. Besser ist es. Naja, geht schneller. So, ich weiß nicht, hier der Code. Ist ein Code. Ja, aber was sollen wir damit anfangen? Für was? Ich weiß nicht, ob die Leute das auch einlösen können. Stellen wir frei zur Verfügung. Schon mal die erste Holo. Okay, ja, dann führst du hier Ja, schon. sicher. Wie immer, ich führe und du kommst am Ende, oder? Ich weiß, also ich habe einige Videos gesehen, die Poolrate ist echt nicht gut. Müssen wir wirklich hoffen, dass wir einen von den ganzen Katzen kriegen. Glaziola, Felinara, natürlich Nachtara. Haben wir ja aber auch bei dem Drachenwandel gehabt und dann kam bei dem letzten Booster kam als Nachtara. Guck mal. Wow. Die sind auch von der Qualität her, finde ich, gut, aber wirklich nicht so gut wie die deutschen. Da merkst du auf jeden Fall schon Unterschiede. Ja. Mal gucken, wie die ganzen Altart- und V-Max-Karten sind. Wenn wir eine ziehen, ne? Wenn wir eine ziehen, klar. So, hier der Code. Oh, die Karte wollte ich gerade wegschmeißen. Man guck mal, wollte mal. Auch ein schönes Artwork. Da, kommt schon mal das Ah, erste okay, Blitzer sehr raus. schön. Schon mal ein Oh. Blitzer. Schau mal, auch ein schönes Blitzer, ne? Sehr schön. Nur ich finde Die Ränder, die guck mal, Ränder von der sind. Qualität, das sieht fast schon wie gefälscht aus, aber es ist halt nicht gefälscht, aber es sieht ein bisschen danach aus. Ist halt ein bisschen anders verarbeitet, sagen wir mal so. Dafür ist es halt günstiger, ne? Also die Was haben japanische wir dafür dafür. gezahlt? Für das koreanische? So, 70 € für einen. Ja, für ein Display ist halt nicht vollkommen okay. Ja, auf jeden Fall. Aber die japanische davon kostet natürlich, glaube ich, das Dreifache. Ich bin schon mal in Führung gegangen und ich habe wieder nichts. Ja, damit kann ich leben. Das Problem ist, wenn du gar nichts siehst, bringt mir das Winner takes it all auch nichts. Nee, dann hast du ja auch. Kriege ich ja nichts von dir. Genau. Du hast dir ja letztens mein Sererora weggenommen. Das tut heute noch weh. Ja, der war schön, der hat einen guten Platz bekommen. Mauzi, sehr schön. Ein Merrill. Oder ist das Azumarill? Ne, ist Merrill. Nee, Merrill. Und noch Ah, eine noch ein Holo. Holo, okay. Ja, ist ja jetzt aber nicht so, wo man sagt. Gut, aber du hast wenigstens schon Meine glitzert es wenigstens. Meine Glitzer. Aber bei mir wird es gleich richtig Ich glitzern. hoffe, ich hoffe. Ich schenke dir die Ja. Karte gerne, wenn du nach da rausziehst. Evoli? Nein. Nee. Oh, Ich glaube, du hast wirklich so gut durchgemischt, dass ich die glitzern kriege. ja. Ich habe die ganzen guten gemischt. Und du dann das zum Schreddern. Schade. Aber mal gucken. Also wir haben hier noch einiges. Wir haben von 30 Stück vielleicht Ne. so viele 6, 7 Stück erstmal weg. Wir wollen ja demnächst noch eins bestellen und noch ein Video hochladen, wenn ihr darauf Bock habt. Ja. Abonniert den Kanal.
um nichts zu verpassen. Wir würden uns auch über Likes freuen. Und jetzt freue ich mich über die Karte, die jetzt kommt. Oh, guck mal, mit Ansage und da kommt was. Okay, was hast du? Oh! Sehr schön. Super. Ein Vollipobra. Sehr schön. V-Max, das ist schon eine der leckeren Karten, ne? Auf jeden Fall. Ich habe mit Ansage gesagt, ich freue mich auf die Karte. Eieiei. Wie viel steht es jetzt? 4-0? Ja, du musst nach Dara kommen, damit du mich einholst. Auf jeden Fall. Oder ich fange jetzt erst richtig an. Ich weiß gar nicht, gibt es Rayquaza hier auch? Das bei weiß ich nicht. Schreib es unter den Kommentaren, wenn ihr das wisst. Bei Koreanisch bin ich ein bisschen überfragt. Ah, da glänzt etwas. Oh. Da glänzt etwas. Oh, Arcana, sehr schön. Okay, aber wie gesagt, also von der Qualität, guck mal, das ist fast wie nur drauf gedruckt und geglitzert. Ja, aber bei den V ist das ja so. Bei der V-Max zum Beispiel hast du es wieder, dass du die Struktur darüber hast. Ja. Okay, so sieht man das jetzt nicht, weil es blendet. Ich hole es nochmal raus. Ja. Damit die Zuschauer auch sehen, wie die Karten aussehen auf Koreanisch. So. Ja, okay, man sieht auf jeden Fall da eine Struktur. So, halt nochmal so richtig. Da sieht man die Struktur. Ja, okay. Centering ist auch eigentlich vollkommen okay. Die Kanten sind mal nicht so schlecht. Nur mich stört halt diese Ränder, dass sie noch extrem glitzern. Mhm. Kann man mit leben. Auf der Rückseite. Müssen wir halt noch ein bisschen. Ist okay. Also gerade ja. Machen, glatt machen. Ist nicht ganz glatt. Und dafür gibt es ja Bügeleisen. Sehr schön. Einfach auf die Schienen legen, Zug drüber. Ja. Also so schlecht ist die Packrate jetzt auch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe Videos gesehen, da kam gar nichts. Mhm. Das ist schon okay bis jetzt. Von den Katzen ist ja auch mein Favorite eher Blitz, dass ich das gezogen habe. Ist schön. Ich stehe eigentlich so auf Feuer-Pokémon und Blitz und dann kam das Blitz heraus. Ich finde Aquana schon gut dabei. Und Wasser, ist, Wasser ist ein auch. Süßes Ding, oder? Auf jeden Fall. Apropos süß, Pikachu. Da, Azuma. Ja, da kommt die Weiterentwicklung. Das von Serora, glaube ich, die Vorentwicklung. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Snobilicat ist auch einer meiner Favorites. Nehme ich mit. Gebe ich auch nicht mehr. Kannst du gerne behalten. Ja. So, was haben wir denn jetzt Schönes? Ich würde auf jeden Fall einfach drehen. Was wie Kappadras Bruder. Was ist das? Eine Sandburg. Eine Sandburg. Okay. Immerhin Mulo drin. Immerhin Glitzer. Genau. Glitzer machst du nie was falsch. Als Kind haben wir immer gesagt Glitzerkarten. Warum auch, wo wir neu mit Pokémon angefangen haben, dann die Holos, die waren ja so für uns mega, ne? Da haben wir gedacht, boah, Hammer. Ach, hätten wir die Karten von damals gehabt, auch die First Edition Karten und so weiter, haben wir auch im Schulhof einfach. Viele beim Weitwerfen verloren. Wir haben die mal weggeklatscht und immer abgezogen, sag ich mal. Kinder alt, boah, jetzt sind wir ein bisschen älter, passen ein bisschen mehr auf die Karten. Oh, schade. Ein chinesischer Stern. Ninja-Wurfstern. Ich habe Angst, die Karten durchzuschneiden. Und genau dann schneiden wir natürlich die besten Karten durch, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Aber so schlecht finde ich die gar nicht. Die wurden immer in vielen Videos. Oh, ist ja so. Viele wurden schlecht geredet, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Auch die Qualität, ne? Am Anfang dachte ich mir, naja, kann man mit leben auf jeden Fall. Ja, ist ja so, also immer selber testen, ne? Ich meine, jetzt diese 70 Euro sind ja jetzt auch kein Weltuntergang. Auf jeden Fall. Macht man sich ein eigenes Urteil drüber. Die Zuschauer sehen ja, was wir dann ziehen. Allein, wenn man einfach nur ein großes Opening machen will. Ne? Du hast 30 Booster, die du im Endeffekt aufmachst. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwann machen. Kommt auf die Kommentare an, ob ihr das weiter sehen wollt. Nee. Ich glaube, das wollte ich nicht sehen. Könnt ihr auch gerne unter die Kommentare hinschreiben, was wir als nächstes öffnen sollen, worauf ihr Bock habt. Damit ihr mal seht, wie die Pullrate ist. Also mein Lieblingsset war ja immer Verlorener Ursprung. Da kam auch, ui, ein Siana, sehr schön. Schön, ich komme langsam. Ja, ganz, ganz langsam. Ich war mal ein Fan von Drachenmandel, aber die Pullrate von Drachenmandel ist ja... Ja, vor allem nachdem wir den dann da gezogen haben, war es ja, vorbei, wo? Das war natürlich Glück, aber auf dem Feinsten. Aber die Pullrate ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das Video haben wir auch, das werdet ihr unter den Shorts bei uns sehen, wenn ihr das mal sehen wollt, wie wir uns da gefreut haben. Also sogar die ganze Kamera ist objektiv alles runtergefallen. Also war auf jeden Fall lustig. Ob wir es jetzt nochmal wiederholen können? Nachbarn haben sich sogar mitgefreut, weil sie es gehört haben. So, noch ein Code. Ich weiß nicht, ob man die einlösen kann, weil ich bin nicht in dem Trading Card Game drin. Deswegen halten wir auch die ganzen Codes rein für euch. Ich nicht. Schönes Kangama.
und ein Herz für dich. Oh, guck mal, du sehr gut gestartet. Ja, wie immer, wie beim letzten Video. Ja. Da, wo ich dann am Ende verloren habe. Aber ich würde mal sagen, aktuell will ich dein Blitzer. Nur allein, weil du den magst. Ne, gibt's nicht. Nur weil, hier, das ist hier Palim Palim, ne? Achso, Merrill. Ah, oh, Reitschuh. Schuh, Mama, Reitschuh. Gut. Ist okay. Ja, auf jeden Fall Holo. Blitzer. Blitzert. Hauptsache, das blitzert. So, jetzt musst du mal langsam kommen hier. Auf dich warten wir die ganze Zeit. Wegen dir haben wir das alles gekauft. Aber wir haben die. Nur noch gucken, wo wir die zum Grading hinschicken. Mhm. Könnt ihr auch gerne unter den Kommentaren schreiben, wo man sie am besten graden lässt. Lohnt es sich in Deutschland oder wirklich nach England, Amerika zu schicken? Ja. Oder was ihr für gegradete Karten habt, könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Wir lesen auf jeden Fall alles. Ja. Aha. Da ist glitzert. Flamara? Flamara, schön. Da haben wir doch die drei Basisstarter von Evoli. Aber guck mal, wir haben auch schon... Aquana, Blitzer, Flamara, die drei haben wir. Ja. Fehlt uns überhaupt noch einer von denen? Ne? Nee, von der ersten Generation nicht. Danach bei Gold und Silber kam er, glaube ich, nach Daronciana. Und danach war ich leider nicht mehr so tief im Pokémon drin, mit Glaciola, Felinara und so. Aber die drei Retros haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Noch ein Snobilicat. Und dahinter, oh, das war der Code. Schade. Das war der Code. Ich dachte, warum ist es schwarz auf einmal geworden? Ich finde es auch schade. Ist ja eher auf Eevees bezogen, dass in dem Set keine V-Max oder eine V-Evoli drin ist. Dass ja, Evoli so schlecht Fall. Dargestellt wird, so mit Nummer Holo oder so. Ist auch eines der Fanlieblings. Evoli? Mhm. Obwohl er eigentlich der wichtigste von denen ist. Ja, das ist der Grundbaustein genau. von denen allen. Und der hat dann keine V-Karte oder so. So. Komm nach Dara. Du bist nicht nach Dara. Und jetzt? Reitschuh. Ein Doppelter. Okay, zweimal ja. Reitschuh. Emo, da muss jetzt was kommen bei dir, ne? Ich glaube, ich. Nee, allein der hier schon. Okay. Ich will auf jeden Fall deinen Blitzer. Nur weil du den magst. Ich mag Flamara. Dann will ich Flamara. Ich mag Flamara. Wie wär's, wenn du mal was ziehst, damit ich was Gutes von dir kriege? Nee, ist okay, kannst du dir von dem auf jeden Fall mal was aussuchen. Ja, aktuell will ich dann das Aquana nehmen, weil ich das Dreier-Set voll. Kannst du gerne haben. Aber ich zieh's jetzt selber. Aber mit den Codes müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, damit kann man nichts anfangen. Ja, wie gesagt, die Zuschauer können ja auch gucken, kommentieren, ob es was gebracht hat. Hm, Rotom. Kenn ich nicht. Farbigel. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wie ist der nochmal? Und ein Elektroball. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, die Sinflex alten. Oder so, irgendwie so. Die alten, viele Namen sind auf jeden Fall verflogen. Ja, die waren ja auch ein bisschen älter, ne? Wir haben ja angefangen, da gab es ja noch 150, 51 Pokémon. Ja. Beziehungsweise 51. Da haben wir noch gedacht, dass Mew unter diesem einen Transporter ist. Bei der MS an. Und der nächste Holo. Nächste Glitzer. Ist aber gar nicht mehr so schlecht, finde ich, ne? Nö, ist okay. Wenn man bedenkt, dass auch immer nur 5 Karten in einem Booster drin sind, ja. Ist die Hitrate, okay, der große Hit fehlt jetzt. Ja. Aber man kann damit arbeiten, ne? Auf jeden Fall. Wir haben das Polypropa rausgezogen. Aber jetzt noch so eine V-Max oder so wäre schön. Nochmal Fabian, der verfolgt mich. Oh! Oh! Sehr schön, ein Glaciola als V-Max. Ich sage es gerade noch. Noch einen großen Hit wäre schön. Oh, sehr jetzt schön. Kannst du mich nicht mehr einholen. Nee, auf keinen Fall. Außer du kommst nach Dara, wo? So sieht's aus. Ich gebe mal am besten. Du packst den Papa raus und dann ist fertig. Wen willst du denn aktuell haben? Ich möchte erst reden, wenn ich gewinne. Habe ich letztens auch gerade mein Serivora angegeben und dann war mein Serivora auch noch weg. Also ich liebe Psyana. Oh, bitte nimm den nicht. Ich nehme Aquana raus. Ich weiß doch, dass die... So, Palim Palim sieht aus, als wenn er Sorgen und Probleme hätte. Das ist ja ein schönes Artwork. Ja, Sache, das ist traurig. Denkt nach. Also bei dem Set lief hast du ganz, ganz schwach, Emo. Auf jeden Fall. Ja, was ist ganz schwach? Ich habe trotzdem zweimal vorgezogen, ein paar Holos. Ich weiß nicht, was die Holos hier für einen Wert haben. Das ist noch ausbaufähig von mir. Normal kenne ich dich ja besser, du bist ja eigentlich eine Hitmaschine. Ja. Nicht auf Koreanisch. Pikachu.
kennen hier. Oh, da ist der nächste. Oh, und das nächste Flamara. Ich glaube, ich bin hier die Hitmaschine. Mariko führt. Boah, was ist das denn für ein schönes Artwork? Ja, richtig schön. Oh. Haben wir das eigentlich bei uns im deutschen Set? Genau das gleiche Flamara? Ich glaube nicht, ne? Mhm. Jetzt hier in dieser Dings Ilgeyuk. Schön. Also wenn du jetzt mich überbieten möchtest, dann musst du jetzt mal anfangen, weil wir haben nur noch, nachdem nur noch drei Booster. Echt? Das ist dein vorletzte. So, dann ziehe ich jetzt einen Nachtara, würde ich sagen. Ne? Macht es nicht spannend, Junge. Ich habe die ja so gut gemischt, ne? Deine ja. Immer gut für dich, schlecht für mich, gut für dich, schlecht für mich. Ist halt ein guter Kollege, oder? Raikou. Entei. Entei. Komm ich auf Raikou. Ja, ich wäre auch ein bisschen durcheinander, wenn ich das Battle verlieren würde. Egal, Tiana kannst du gerne haben. Das liegt an der weißen Schere, Leute. So, der nächste Code. Zack. Evoli da. Das als Full Art oder so. Ja, traurig. Wäre gerecht gewesen. Dahinter ist nichts. Nichts. Jetzt haben wir beide noch einen? Beide noch einen. Der untere mir. Normalerweise wäre der obere meiner, ich nehme den unteren. Okay, und hier kommt dann der große raus. Wenn hier jetzt noch ein Hit rauskommt, nehme ich dir alles mit. Ja, machen wir. Dann nehme ich dir alles mit. Was zählt denn als Hit? Schon ein V? Ja, ja. Alles klar. Schon. Wenn der rauskommt, kannst du alle meine Karten haben. Nein, komm bitte. Nein. So, Leute. Nehme ich Ihnen jetzt alles weg. Also aktuell, Dankeschön. Weil ich kann ja nicht mehr verlieren. Hab ich die drei da voll. Und wenn ich den noch treffe, nehme ich mir sein Psyana weg. Ja, dann kannst du die Holos aber auch noch. Ja, die kannst du behalten, so als Erinnerung an das Opening. Und nicht zum Weitwerfen nutzen. So, Last Pack Magic. Evoli. Rotom. Pam Pam. Herz. Hast du Glück, das als Diana behalten. Dankeschön. So Leute, das war's mit dem Video. Eevee Heroes Koreanisch. Ich würde sagen, machen wir irgendwann noch ein zweites davon, ne? Auf jeden oder Fall. Oder ist das so gut für dich, nein, dass du verloren hast? Nee, ich werde mich auf jeden Fall rächen. Werden wir sehen. Alles klar. Dann sagen wir mal tschüss, bleibt gesund und denkt an die Abos und an die Kommentare. Tschüss.